Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Video liegt mir besonders am Herzen, denn ihr habt es vielleicht auch schon mitgekriegt, dieser eine ausgebrannte Tesla in Österreich, den kein Mensch wagt anzufassen, der auch von den Medien unglaublich und überhaupt nicht objektiv ausgeschlachtet wurde, der bewegt nicht nur mich, sondern auch viele andere Leute, die Kommentare unter meine Videos schreiben. Und diese Kommentare sind natürlich alles andere als positiv, das könnt ihr euch vorstellen. Und hier gibt es ein paar neue Entwicklungen und das wird jetzt spannend, bleibt dran. Ihr kennt wahrscheinlich Otto Paschulke nicht, der hat einen YouTube-Kanal, der heißt auch Otto Paschulke. Ich denke, es ist nicht Herr Paschulke von Löwenzahn gemeint. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich Otto Paschulke heißt oder nur der Kanal so. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich finde, er macht super Videos. Und er hat ein paar neue Informationen zusammengestellt zu dem brennenden Tesla aus Österreich, die ich sehr, sehr sehenswert finde. Und da sein Kanal nicht so viele Abonnenten hat und dementsprechend auch noch nicht so eine große Reichweite, habe ich ihn gebeten, ob ich auf meinem Kanal sein Video veröffentlichen darf. Da hat er mir freundlicherweise die Genehmigung gegeben. Vielen Dank. Und ich möchte euch jetzt also das Video von Otto Paschulke hier zeigen. Und wenn es euch gefallen hat, bitte ich euch, besucht seinen Kanal und abonniert ihn gerne. Er hat es wirklich verdient. Er macht tolle Videos, wenn es auch noch nicht so viele sind. Und ich finde, die Informationen, die er darüber bringt, die sollte wirklich jetzt jeder wissen. Und ihr könnt es auch gerne weiter verbreiten, so wie ich es tue. Und dann wird vielleicht dieses Märchen von diesem ausgebrannten Tesla und was alles damit zusammenhängt, ein bisschen besser ins richtige und vor allem ins echte Licht gerückt. Also, jetzt zeige ich euch das Video und dann viel Spaß beim Zuschauen. Zwischen Kössen und Walchsee im österreichischen Tirol fuhr ein Fahrer eines Tesla Model S mit seinem Auto gegen einen Baum. Der Fahrer konnte gerettet werden, doch der Tesla brannte aufgrund der Schwere des Unfalls aus und konnte längere Zeit nicht entsorgt werden. Grund hierfür war eine fehlende behördliche Zulassung für die Annahme von Elektrofahrzeugen. Diese mangelte einfach den Entsorgungsfirmen. Das Wrack des Autos stand daraufhin mehrere Wochen auf dem Gelände eines Abschleppdienstes in Walchsee. Am Ende fand sich doch ein Entsorgungsunternehmen aus Kössen, welches bei der Entsorgung behilflich war. Das Wrack des Tesla wurde nun auseinandergebaut, die Karosserie verschrottet und die Traktionsbatterie wird fachgerecht entsorgt. Solang kein Grund zur Aufregung, wenn da nicht die vorherige Berichterstattung der Medien gewesen wäre. Der Fantasie waren in dieser Zeit wieder mal keine Grenzen gesetzt. Sehr viele Printmedien und sogar der ORF ließen es sich nicht nehmen, Elektroautos so richtig in den Dreck zu ziehen und diese als extrem umweltschädlich darzustellen. Die Beschreibungen reichen von Explosionen, nicht entsorgbarem Sondermüll und sogar geheimen Giftcocktails in den Batterien war die Rede. Und daraus resultieren werden die Batterien eventuell nicht zu entsorgen, da man nicht wissen würde, aus welchen Materialien die Batteriezellen bestehen. Was soll das denn jetzt bitte? Diese Art der Berichterstattung zeigt, dass die Meinungsmache von verschiedenen Interessenverbänden selbst bei Journalisten wirkt, die eigentlich neutral über die Sachverhalte berichten sollten. Woraus Lithium-Ionen-Akkus hauptsächlich bestehen, ist doch bekannt und kein Geheimnis mehr. Die Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien ist doch schon länger kein Problem. Nur angenommen, selbst wenn das Tesla-Wrack in Walchsee nicht abgeholt worden wäre, hätte es wahrscheinlich auch keine großen Probleme gegeben. Denn die Batterie eines Tesla Model S hat eine Selbstentladungsrate von ca. 4% im Monat. Rein rechnerisch hätte sich die Batterie in 25 Monaten selbst entladen und die Batterie nach dieser Zeit problemlos entsorgt oder recycelt werden können. Mit ein wenig Mühe hätten das die Medien auch herausfinden können. Schlussendlich kam bei dieser wochenlangen Odyssee heraus, dass sich die Traktionsbatterie bei dem Brand gar nicht entzündet hatte, sondern die Brandursache eine andere gewesen sein muss. Eine Entschuldigung und öffentliche Richtigstellung durch die Medien ist nach diesen Wochen der Skandalisierung sicher angemessen. Das war's von mir zum Thema ausgebrannter Tesla in Österreich und natürlich Otto Paschulke. Er hat dieses Video erstellt, ihm gehören natürlich die Lorbeeren. Ich habe es jetzt hier nur weiter verbreitet. Falls euch mein Kanal gefällt, könnt ihr mich natürlich auch abonnieren und ansonsten abonniert unbedingt Otto Paschulke. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.